Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Until Dawn. Und ja, ich habe mal hier schon direkt auf Pause gedrückt, weil ich Angst hatte, dass irgendwelche Aktionen sofort kommen, wenn ich ins Spiel gehe, wo wir reagieren müssen. Weil wir haben ja immer noch vor, die Jessica da zu retten, die von was auch immer Mördergestalt irgendwas da wohl entführt wurde, und wir haben sie auch gerade schreien gehört, und wir sind todesmutig, wie wir sind, natürlich sind wir ihr hinterhergerannt. Ja, und jetzt scheint es da noch weiterzugehen. Deshalb, ich drücke jetzt mal auf Fortsetzen, weil wir wollen die Jessica ja retten, glaube ich jedenfalls. So, das heißt, wir stehen hier mit dem Mike. Und ich kann mich gar nicht umsehen, aber wir können laufen. Okay, im Moment ist noch Jessica, ich entspannt. komme! Ich komme! Aber wir hören sie schreien. Okay, wo wollen wir denn hin? Hallo? Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, mich jetzt hier in Ruhe umzusehen. Ich glaube es eher nicht, aber. Geht's hier hoch? Geht's hier runter? Hier geht's nirgendwo lang. Hier geht's runter, okay. Und hier geht's noch hin. Okay, da komme ich aber nicht weiter. Hier liegt auch nichts. Also müssen wir nach unten. Okay. Bin ja schon auf dem Weg. Ich komme. Ich komme. Jessica! Hier liegt was? Ein Totem. Da hoffen wir mal, dass uns das Glück bringt. Okay, ein Führungstotem. Und wir haben einen Wolf gestreichelt. Okay. Hilft uns jetzt in der Situation, glaube ich, nicht weiter. Aber gut zu wissen, doch. Jetzt wollen wir doch mal weiter. Todesmutig. Okay, ich bin Jessica! da, ich bin da. Ich komme sofort. Ich komme. Bin da. Bin da. Ja, ich bin ja. Ich komme. Ich komme. Bist du denn? Hallo? Jessica? Ach, da liegt sie ja. Alles gut, alles gut. Noch? Nein, Jessica! Hallo? Oh Gott! Jess! Jess! Bist du okay? Sieht doch noch gut aus. Hilfe! Ja, zwei. Jessica! Was zur Hölle? Ups. Okay, was, da. Okay. Ich laufe hoch. Wieso laufe ich hoch? Sie hat doch noch gelebt. Wieso laufen wir nicht nach unten? Schnell. Wir machen mal schnell. Ja, komm hier. Falsch. Scheiße. Entschuldigung. Okay, nochmal schnell. Ich versuche das jetzt. Und der Kreis. Ich hab's drauf. Dreieck. Viereck. Oh, so weit ist gar nicht meins, dieses Schnelle. Jetzt Hangeln. Wir hangeln. Wir komm schon, hangeln. komm zu Papa. Hier. Ups. Leute, das kann ein bisschen dauern jetzt. Kann ein bisschen dauern. Okay. Okay. So, das haben wir. So, und jetzt, wir springen mal jetzt Okay. mal. Hier haben
Okay, das kann sich jetzt wirklich nur noch umschauen. Wir machen mal sicher. Vielleicht ist das angenehmer. Also jetzt hatte ich mir die Reihenfolge gemerkt. Ist auch nicht sicher. Genau der gleiche Müll. Okay, wir klettern. Sieht schon ein bisschen lediert aus, der Gute. Es tut mir leid, dass ich da so lange rumgehampelt habe. Mir rutscht gerade mein Kopfhörer vom ganz Kopf. Ruhig. Nicht so schnell, Cowboy. So, besser. So. Ja. Ach, wir können uns wieder bewegen. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich da so rumgehampelt habe. Aber ich dachte, eigentlich hätten wir doch jetzt nach unten gemusst und nicht da diesem Typen hinterher. Weil die Jessica ist doch nach unten. Oh. Komm schon! Da ist irgendwas. Irgendwas ist da. Ich habe nicht hingeguckt, Leute. Da war aber was, ne? Ihr habt's gesehen. Schreibt mir in den Kommentare, was ihr gesehen habt. Ich hab's nicht gesehen. Ich möchte auch gar nichts mehr sehen. Okay, wir machen mal eben Lämpchen an, damit wir ein bisschen Licht haben. Licht ist gut. Licht ist definitiv gut. Wie, und jetzt rennt er auf einmal wieder. Verstehe ich nicht. Wieso rennt er denn? Ich wäre doch jetzt mal nach unten gegangen, um zu gucken, wie es der Perle geht. Wieso muss der jetzt seinem Unterhemd im Schneesturm so einen Typen hinterher? Das check ich nicht. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Das ist, wir haben das gelesen, ich weiß nicht, zweite oder dritte Folge mit, weiß ich auch nicht mehr, aber wir haben das gelesen, das ist so ein Sanatorium gewesen. So ein Hotelsanatorium oder sowas. Oh nein. Da haben wir auch schon noch Probleme gehabt mit der Ashley. Die ist ja von diesem komischen Typen. Da, wie viel? Ist das ein Irrer oder sowas, der da rumläuft? Der kann doch nicht an so vielen Orten gleichzeitig sein. Ash. Okay. Ash. Also uns hat er definitiv nicht mitgenommen. Und wir sollen jetzt die Ashley suchen, oder was? Ja, wo soll ich denn suchen? Oh. Gab's da irgendwie, gibt's hier, die ist doch hier vorne, ist sie doch niedergeschlagen worden, ne? Warte, da war was, oder? Ja, da ist nichts. Okay. Nicht gut, nicht gut. Okay, hier ist sie auf jeden Fall niedergeschlagen worden. Okay. Und dann müssen hier doch irgendwie Schleifspuren oder sowas sein. Okay. Ich sehe aber nichts. Seht ihr was? Okay, hier liegt ab ihr Portemonnaie. Vielleicht ist sie dann
ist halt die einzigste Möglichkeit hier durch die Tür, oder? Was zum Teufel? Ah, nix, alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh, shit. Alles gut. Nein. Oh. Das ist nur ein bisschen hier. Ketchup. Ketchup. Alles gut. So. Okay, hier ist hier noch irgendwas. Auch nichts mehr. Ash! Hier geht's nach draußen. Ist das eine Shisha hier? Oder soll das eine Blumenvase sein? Wir müssen nach draußen, ne? Hat er die denn nach draußen gebracht? Ich check hier gar nichts mehr, Leute. Hier komme ich nicht dran vorbei, also muss ich hier runter. Gut. Was rennt er denn jetzt nach draußen? Das ist genauso wie wie hieß er noch, Mikey, da dem hinterhergerannt ist, anstatt nach unten die Jessica zu suchen. Da rennt der jetzt hier auch nach draußen. Ich verstehe das alles nicht. Ich hätte doch jetzt hier, oder sind hier Schleifspuren? Jo, ne? Ashley! Hier. Oder? Ist jemand da, Ashley? Hier sind doch Schleifspuren. Oh Gottchen, hier ist ein Blutfleck, oder? Was ist das? Ich bin mir nicht sicher. Okay, da geht's weiter. Hier geht's auch weiter. Hier sind die Schleifspuren. Wieder diese Entscheidung, muss ich jetzt darum oder darum? Wir gehen noch mal einmal kurz, weil ich glaube, da sind Schleifspuren da rein. Hier bin ich mir nicht sicher. Aber hier geht auch ein Weg weiter. Was machen wir denn? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier sieht es auch so nach Schleifspuren. Hier sind überall Schleifspuren. Ash. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich bin nicht sehr entscheidungsfreudig. Ich gehe nochmal, wir gehen jetzt einmal hier gucken. War da ein X? Nee, war ein Stein, okay. Ist da Licht an dem Baum? Gott! Was zum Henker? Also wenn wir mit dem Spiel durch sind, können wir mich einweisen. dann ist vorbei. Gott, nee. Wären wir mal nicht daher. Wer tut sowas? Okay, ist aber ganz klar ein Clown. Ein etwas aufgespießter, toter Clown. Aber okay. Gruselig. Also gehen wir hier lang. Wir gehen hier lang. Die Taschenlampe hilft mir auch im Dreck, echt. Ja, und überall Krähen. Wir hatten aber Krähen nicht angewählt, oder? Hier bei dem Psychologen. Da hatten wir Clowns genommen. Und wir hatten... Wovor hatten wir denn noch Angst? Ich weiß gar nicht mehr. Also Krähen war es, glaube ich, nicht. Ash! Noch hier ein Totem. Ash! Ich hasse diese Wege, die so... Da ist nichts. Und dann beruhige ich mich wieder innerlich und dann kommt doch irgendwas. Macht mich fertig. Diese Atmosphäre auch, das ist, boah, so gruselig, ne?
fließt. Bim, 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 bim im Hintergrund. Ash. Echt mega gemacht. Ich quatsche jetzt nur so vor mich hin, weil ich mich ein bisschen beruhigen will. Es tut mir leid. Da will ich nicht rein. Wir gehen erstmal hier hinten. Vielleicht finden wir hier noch was. Vielleicht ein Clown. Gott, hier geht's auch noch mal weiter. Ich weiß nie, was ich machen soll. Weiterlaufen oder irgendwo reingehen oder ich weiß es nicht. Wir latschen hier nochmal weiter rum. Ich weiß nicht, ob wir da rein müssen oder nicht da rein müssen oder ob wir hier weiter... Da blinkt was. Das ist gut. Das ist gut, dass wir da nochmal hingegangen sind. Wir haben noch ein Totem. Bitte sei was Gutes. Was? Okay, es war nichts Gutes, glaube ich. Also, das war also nur der Kopf von der Ashley. Es war übrigens, habe ich gesagt, Verlusttotem. Schön. Schön, schön. Hier wird es ja noch dunkler. Ich sehe hier gar nichts mehr. Geht es hier weiter? Ist hier noch was? Nein. Okay. Okay, das ist alles nicht gut. Das ist alles wirklich nicht gut. Zwei Perlen sind schon eliminiert. Also die Jess, keine Ahnung, was mit der ist. Der Mike ist ja nicht runtergegangen in den Keller, um mal zu suchen. Und, ja, die Ashley ist jetzt von diesem komischen Typen da clownmäßig. Hört ihr das? Da weint doch jemand. Chris! Ash, ich bin hier. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte. Wie viele verdammte Hütten sind hier denn? Geht einfach weiter mit mir. Was ist passiert? Chris! Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Spielen wir jetzt so, oder was? Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Was? Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, Mann. Scheiße, nein! Oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair! Okay. Alles ist bald okay. Oh, Alter. Kumpel. Oh mein Gott. Denk lieber nach. Einen Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken. Ja. Was? Ernsthaft jetzt? Wir sollen uns jetzt entscheiden, ob wir Josh oder Ashley retten? Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Komm schon. Wir spielen hier echt Saw gerade. Leute, was soll ich machen? Ich meine, den Josh, ganz ehrlich, ja gut, war hier Freund. Der hatte ganz am Anfang erzählt, dass er den schon seit Ewigkeiten und sowas. Aber der ist in die Ashley natürlich verknallt und... Aber, Alter, wir können uns doch jetzt nicht für irgendjemanden hier entscheiden. Aber ich muss, ne? Ich muss mich entscheiden.
Och Leute, ich schiele schon wieder, ihr merkt das, ne? Ihr merkt das. Wir hätten noch ein bisschen Zeit, ich weiß aber nicht, was dann noch nachkommt. Sollen wir das trotzdem machen? Sollen wir das trotzdem machen? Nein, es tut mir leid, wir machen das in der nächsten Folge. Ich kann mich jetzt nicht spontan einfach hier irgendwie so entscheiden, es tut mir wirklich leid. Ich würde sagen, das macht die Sache ein bisschen spannender. Ihr könnt mir ja vielleicht in die Kommentare schreiben, wie ihr euch entscheiden würdet. Oder, weiß nicht, das Spiel selber mal testen und, aber nichts verraten, ne? Bitte, also kein Spoiler, nicht spoilern, so. Okay, ich würde aber dann sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen guten Morgen. Habt Spaß dabei, was immer ihr tut und ja, Daumen nach oben vielleicht und wie schon gesagt, einen Kommentar. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut. Tschüss.